was zuletzt geschah. In der Eisvulkangalaxie töteten wir einen Königseisklotz, gewannen ein weiteres Rennen gegen Schatten-Mario und verbrannten mit Freude Gegner mit Feuer-Mario. Denn auch in diesem Spiel gibt es die Feuerblume als Power-Up. Gegen Ende kletterten wir den großen Eisberg bis ganz nach oben. Und dann wieder ganz runter. Und wieder hoch. Und dann sammelten wir den vorletzten Power-Stern dieser Galaxie. Freunde, guckt euch das hier mal an. Luigi scheint sich schon wieder verwirrt zu haben. Und zwar in der Kampffelsengalaxie. Was ist das für ein Ort? Er sieht vertraut aus. Ja, da gehen wir beim nächsten Mal hin. Heute leider nicht. Okay, vielleicht, wenn die Zeit reicht. Wenn die Zeit reicht. Die reicht aber wahrscheinlich nicht. Denn wir gehen heute in die letzte neue Galaxie hier. Oder? Der hat immer noch was. Warum gibt er mir nicht beide Briefe auf einmal? Brief von Prinzessin Peach. Achso, ja, es ist eine neue Aufnahmesession und immer, wenn man das Spiel neu startet, kriegt man hier diesen Brief mit den 5 One-Ups von Peach. Die nehme ich doch immer gern an. So, aber jetzt gehen wir in die nächste neue Galaxie. Beim letzten Mal haben wir sie schon gesehen. Nämlich die, ich habe ihren Namen vergessen. Meine letzte Aufnahmesession ist 2 Wochen her. Ich wurde ja währenddessen krank. Und deshalb entschuldige ich das auch schon mal, während ich hier, oder falls ich hier in der Folge oder in den nächsten Folgen mal hier und da ein bisschen huste, dann tut's mir leid. So, die Sandinsel-Galaxie. Da gehen wir heute hin. Ich kann das ja auch so machen. Habe ich mir letztens im Stream eingerichtet. Ich habe jetzt einen Mute-Knopf. Auf dem Stream-Deck kann ich mich direkt muten. So, der Luftstrom des Sandtornados. Könnte ich zum Beispiel das machen. Ich habe gerade gehustet, ihr habt nichts mitgekriegt. Ich meine, ich könnte es auch im Nachhinein einfach rausschneiden. Mache ich nicht. Müsste ich mir ja mein Video angucken. Im Schnitt. Wer macht denn sowas? So, ich weiß noch nicht, wie ich heute wieder aussehe. Ich habe heute irgendwie eine riesen Stirn. So, also wir haben hier Sandtornados, ja? Die Dinger kennt man ja aus Mario 64. Muss ich... Ah, okay. Damit komme ich weiter, ja? Warum kann der eigentlich sowas mit seinen Armen? Warum kann ich sowas nicht? Okay, muss ich hier entlang? Ja, bestimmt. Oh, das ist ein One-Up. Aber das ist nur für das One-Up, oder? Ach, da muss ich lang. Okay. One-Up nehme ich mir mit. So, und zack geht's da hinten in die Röhre. Und er bewegt seinen Kopf auch gar nicht, nur seine Arme. Weiter geht's. Was denn hier? Oh, ein Goomba. Muss ich da lang? Ja, ich muss hier lang kommen. Zick. Okay. Was ist das denn jetzt? Viele Wege. Ein Maxi-Pilz. Zack, das ist ein... One-Up! Oh Gott. Was ist das? Okay, ein paar Sternteile. Die nehme ich gerne mit. Genauso wie den hier. Aber die Münzen nicht. So, ich glaube, um den geheimen Stern muss ich mich hier noch nicht kümmern. Den suche ich hier bald noch ein One-Up. Jetzt nehme ich doch... Ah! Ah! Okay, nee, das One-Up, das kann gerne da bleiben. Das ist gar nicht gut. Oh Gott. Nur für Sternteile. Ich muss es gar nicht machen. Viele Sternteile. Das ist ja jetzt... Komm, ich nehme hier das One-Up mit. Guck mal, easy. So. Nein! Oh Gott! Ich wollte eigentlich da oben ran. Komm ich da nicht mehr hin. Ah doch. Oh, Feuerblume. Zick. 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 Moment. Was war da oben? Aua.
Ne, sie kommt jetzt auch noch her. So sieht's aus. Werde ich hier nicht von irgendwas sogar noch verfolgt? Oh Gott, ich glaube jetzt. Oh, tatsächlich. Oh! Ich wollte es zerstören. Aber es ging gerade nicht. Ich bin irgendwie immer zu blöd, diese Steine zu treffen. Was der Blödsinn tue jetzt hier? Liegt der da rum? Ja, soll er mal schön machen. Ein blödes Tun der freien Natur. Oh, noch einer. Guck mal, sein Bruder auch. Ah, scheiße. Gefällt ihm gar nicht. Da ist der Maxi-Pilz auch schon weg. Stimmt, ich erinnere mich gerade wieder, dass die Galaxie gar nicht so einfach war. Jetzt gehe ich halt hier entlang. Das Huhn, das steht aber auch direkt hier oben. Oh Gott. Ja, tschüss. Der Sand treibt mich noch nach unten. Bin rein da. Nee, Moment. Schön hier hoch, das kriegen wir hin. Gerade so. Oder. Ein One-Up hier oben. Sind das jetzt so One-Up-freudig? Die Entwickler. Aha. Vielleicht zweimal. Hier wieder für Sternenteile. Zack, noch mehr. Komme ich nicht direkt da hoch? Komm, ich kann doch einfach alles überspringen hier, oder? Na, ja. Oh, ey, was ist los? Oh Gott, nee, hier fliegt schon wieder so ein Vieh rum. Das kann doch nicht wahr sein. Wo kommen die denn alle her? Okay, der hat sich gerade irgendwie nicht mehr festgehalten da oben. Warte, ich versuch's nochmal. Nein, so nicht. Ja, irgendwie, ich war gerade auf dem Glas, aber... Okay. Ah, da ist schon der Stern. Sehr easy. Zack. So. Oh, komm mal raus da, Junge. So. Oh. Wunderbar. Den ersten Stern haben wir schon. Die Mission, die hat ziemlich lang gedauert, hab ich im Gefühl. Im Gegensatz zu den anderen Dingern, die wir sonst immer haben. Na, wobei. Ah, jetzt kommt doch endlich mal der Gourmet-Luma. Den habe ich schon vermisst. Okay, wir gucken weiter. Nach dem zweiten Stern. Jenseits des endlosen Treibsands. Oder mehr Treibsand. Ah, das ist die Mission. Guten Tag. Ah, mit Pockys oder was? Oh! Ach, das sind die Viecher aus Mario Sunshine. Sie möchte gern Pockys. Ah! Oh! Ich dachte, die wird noch näher kommen. Aua! Sag mal, es reicht. So, was ist denn? Was? Ey, der hat mich gerade erwischt. Nee, ey, das lasse ich nicht. Reicht's. Ey! Die Wohlfahrt. Ey, das kann nicht wahr sein. So, jetzt aber. Ich glaube, ich drehe durch. Auch vor ihnen habe ich Angst jetzt. Kürbiskopf. Oh, weg sind sie.
raus aus dem Sand da. Nee. 30? Wenn er mehr als 30 will, hat er Probleme. 20 nur, okay. Ist ja easy. Guck mal. Okay, ist das dann der geheime Stern? Ich glaube fast nicht. Aber andererseits... Oder ist das der normale Weg? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ah, hier gibt es, glaube ich, wieder einen grünen Stern. Oder? Aber ist das dann der geheime Stern? Oder gibt es neben dem geheimen Stern noch diesen grünen Stern? Oder ist der grüne Stern der geheime Stern? Ich weiß es nicht. Aber das hier ist auf jeden Fall nicht die normale Mission, die wir machen sollen. Da ist noch einer. Bin ich eigentlich rüber? Nee. Mich zerquetschen lassen vom Sand. Ja! Wir gehen mal hier gucken. Zwei Sterne müssen noch irgendwo sein. Hier ist der erste. Ah, warte. Nee. Okay, wo ist der Stern? Ich war hier. Da war ich. Und da. Schau schon. Wo ist dieser letzte Stern? Ist der vielleicht irgendwie da? Ja, ich glaube. Hier! Mhm. Und das ist der Grünstern. Ist klar, so unten ist er jetzt, ne? Zack! Wir werden spätestens am Ende sehen, ob es dann noch einen Geheimstand gibt oder nicht. Warte mal, mir fällt doch gerade ein, in der Kampffelsengalaxie. Da haben wir doch schon den Geheimstern gefunden. Also gibt es denn da zwei, wenn Luigi jetzt da ist? Ich weiß es nicht. Also es ist ja noch kein Geheimnis, dass wir auch die Galaxien hier noch nicht abgeschlossen haben. Es kommt mindestens noch ein Komet und dann scheinbar auch noch irgendwie ein geheimer Stern bei jedem. Oder gibt es sogar zwei Kometen? Komete, das hatten wir schon mal, das Thema. So, ja, da müssen wir jetzt hin. Kommt die Scheiße wieder. Abhauen. Und sie hauen alle drei auf einmal ab. Ja, oder auch nicht.
sind meine größten Endgegner, ich sag's euch. Mit! Was, ja? Danke. Ihnen auch einen schönen Tag. Okay. So, ich hab volle Energie, ne? Hier einen Maxi-Pilz gesehen. Den nehme ich mit. Ah, will dahin. Hier ist nämlich Powerstern. Zack, 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 zack. Nein, 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 ich wollte die. Was ist das denn da oben? Ah, da komme ich jetzt hin. Kann ich die nämlich schon besiegen. Zack. Okay. Was ist das jetzt? Der Sand führt mich weiter. Okay. Super Shell. Ah, ich muss jetzt die Dinger hier sammeln, ne? Nehmen wir mal mit. Ah. Ah. Da. Zack. Nee, warte. Irgendwo ist eine Kiste. Aber war das oben das Ding? Ja. Ich dachte, das wäre ein Goomba. Zack. Das nehmen wir mit. Und das letzte. Auch. Zack. Und dann geht's da weiter. Da drehen wir noch eine schöne Runde. Und dann geht's weiter nach Süden. Ist gar nicht Süden. Aber ist egal. Okay, wo gehen wir lang? Den grünen Weg oder den orangenen? Ich weiß es nicht. Ich gehe den grünen. Der sieht schwerer aus. Oh, eine Herausforderung hier. Hier sind irgendwelche UFOs. Ich weiß nicht, was die machen. Oh, mal reingehen da. So, das ist ein Bonus hier, oder was? Ich muss den anderen Weg gehen. Ja, weiß ich ja vorher nicht. Wieder mit Noten, ja. Ist das nicht sogar der gleiche Bonusraum wie in der allerersten im Eierplanet? Aha, genau das gleiche. Dann habe ich einen One-Up bekommen. Ah, ne, jetzt krieg ich 3. Nein! Okay, ist nicht 1:1 das gleiche. Gibt einen besseren Preis. Okay, nee, ich bin trotzdem hier. Also, Pfeil sagt, ich soll da reingehen. Okay, dann vertraue ich dem Pfeil mal. Da ist mein Stern. Okay, wie war das? Also, wir haben hier so Augenmonster. Ich weiß nicht, ob das Gegner sind oder ob die mir auch helfen. Oder helfen wollen. Deshalb lasse ich die einfach mal ganz friedlich da rumlaufen. So, ich meine, ich muss ja jetzt irgendwas einstampfen, damit ich an den Stern komme, ne? Genau. Ich bin ganz ruhig. So, das hier muss ich... Da hinten ist auch noch irgendwie sehr, sehr viel. Da war ich gar nicht. So, das muss ich jetzt einstampfen. Und auf Zeit muss ich denn jetzt... Andere Seite. Ah. Nein. Easy. Zack. Hey, da war gerade noch viel mehr, aber das ist da Gott. Irgendwie bin ich da gar nicht hingekommen. Ich glaube, da hätte ich da auf, bei dem einen Mal da rechts lang laufen sollen.
Aber ich habe auf den Pfeil gehört. Irgendwie kommen wir heute gar nicht voran. Die Welt dauert ziemlich lang. So, den dritten Stern machen wir noch. Und dann muss ich gucken, ob es da jetzt irgendwie noch einen Bonusstern gibt oder nicht. Und der Komet, der kommt dann ja auch noch. Die Riesenfalle in der Wüste. Aber kein Bosskampf, ne? Nee. Das ist gefühlt die erste Galaxie, die keinen Bosskampf hat, fällt mir gerade auf. Jede Hauptgalaxie hatte bisher einen Bossfight, glaube ich. Oder? Wenn nicht, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ich glaube, bisher tatsächlich jede Hauptgalaxie hatte einen Boss. Ist das jetzt Tetris hier, oder was? Oh, 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 na! Ja. Okay. Los doch. Sternteile muss ich wieder sammeln. Ja, oh, nicht zu weit springen. Mhm. Oh, warte, ich glaube, ich muss den Cooper mitnehmen, ne? Weil irgendwo wieder eine Kiste ist. Und zwar genau hier. Oh. Nein, lauf! Ach, da liegt das Ding auf dem Boden auf einmal, hä? Wie ist das denn passiert? Wo ist denn das Ding? Ist weiter oben? Ah. Zack. Aua. Okay, ich darf schon wieder ganz nach oben. Alter. Wie gesagt, es tut mir leid wegen dem Husten. Der will nicht mehr weggehen. So. Jetzt komme ich zum Krebs. Oh. Oh Gott. Der Planet füllt sich mit Sand. Zack. Okay. Oh, das Ding ist... Wow, was ist jetzt los? Was bist du denn? Ey! Sag mal, also die Welt, die verarscht mich irgendwie. Ja, Moment, hier geht's zwar lang, aber ich habe da noch was gesehen. Und ich würde gern wissen, was das bringt. Bis da. Okay. Doch geheimer Stern. Ich glaube. Ah ja, ich erinnere mich, glaube ich. Das Ganze steigt jetzt irgendwie empor. Kann da nicht so ein Kugel will hier noch rauskommen? Weil ich glaube, da kommen jetzt gleich so Glaskugeln hier unten. Okay, hat mich gesehen. Ja. Da ist der Stern drin, ne? Okay, das ist dann der Geheimstern. Scheinbar. Kommt der Stern jetzt mit? Ja.
Laufen die Knechte hier alle rum. So, dann ist das hier die erste Galaxie, die mehr Sterne hat als die anderen. Oder gibt es dann hier kein Komet zum Ausgleich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die, was ich auf jeden Fall weiß, diese Folge hier, die wird länger. Weil die Galaxie auch sehr lang dauert. Neues Bilderbuchkapitel, sehr gut. Ich darf am Ende nicht vergessen, das zu lesen. Tatsächlich. Das war Geheimstern und der grüne Stern. Okay, ich mache einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann an der Stelle wieder, wo wir gerade waren. Dann geht die Folge nicht ganz so lang. So, da sind wir wieder. Zack, wir machen die Stachelpflanze kaputt und gehen weiter. Okay. Hallo. Ah, die muss ich, glaube ich, jetzt rüberschleudern, ne? Zack. Ja. Ich dachte eigentlich schon, das müsste ich schon in der Eierplanet-Galaxie machen. Habt ihr vielleicht gemerkt? Aber nee, es ist erst hier. Okay, vielleicht nicht alle, nur so viel, wie ich auch brauche. Also, genau eine. Zack. Ich hab, da waren drei Stück auf einem Fleck. Schon wieder. Mann. Nein! Die müssen näher ran. Ja, der trifft jetzt. Zack. So, weiter geht's. Und jetzt dahin. Ja. Achso, hier oben. Okay, und ich darf dann den ganzen Weg wieder hochlaufen. Oder runter, oder, ja. Sucht euch halt aus. Okay. Was ist denn hier der Komet? Ich weiß es nicht. Tempokomet? Kann ich mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es hier auch wirklich keinen Komet. Ne, wahrscheinlich so eine Zeitmission, kann ich mir vorstellen. Das hier ist ja schon auf Zeit. Zack. Kein Stress, kein Stress. Zack. Das machen wir kaputt. Und dann haben wir es geschafft. Ist doch nicht so schwer, ist doch mein Bär. Mein Löwe, mein Bär. So. Jetzt mal gucken. Kriegen wir einen Komet oder nicht? Nee, tatsächlich. Aber es gibt einen. Nur der ist jetzt noch nicht da. Ja, okay, soll mir recht sein. Gut, Freunde, dann beim nächsten Mal schließen wir mit dem Bowser-Kopf das Schlafzimmer ab und wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, was wir beim nächsten Mal machen. Die nächste Folge wird, glaube ich, ganz komisch. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Seid gespannt.